Guten Morgen, liebe Leute. Es ist 8:30 Uhr am Montag und ich werde heute in den Laden gehen. Wer war da dran? Ich war da dran. Aber eben nicht um 9 Uhr. Also nicht zu den normalen Zeiten, sondern zu verkürzten Zeiten. Ja, das ist ganz normal. Also das habe ich gesagt, das werde ich beibehalten, dass die Zeiten ein bisschen verkürzt werden, weil es macht keinen Sinn. Es sieht nach einem sehr schönen Tag heute aus. Langeweile ist zum Kotzen. Kinders. Ich bin froh, im Laden zu sein. Ich habe so viel gefressen die letzten Tage. Das war furchtbar. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Funktioniert so nicht. Unter normalen Bedingungen schon. Da ist das schon in Ordnung, wenn man sozusagen nicht unbedingt ein Ladengeschäft hat. Sondern unter normalen Bedingungen, wo man denn, was weiß ich, da gehe ich halt vorher vormittags oder so, mache ich eine Stunde lang alle checken, E-Mail checken und so. Danach fahre ich ein bisschen rum durch die Geschäfte und schaue mal, was die so haben. Danach stelle ich dann ein. Oder arbeite ein bisschen am Computer, was auch immer. Also es geht schon. Oder man fährt mal ins Auktionshaus oder so eine Sache. Oder man, wie gesagt, klappert ein paar Trödelläden ab oder besucht ein paar Leute. Aber das fällt ja alles weg. Das kann ich ja halt nicht. Also sitzt man nur zu Hause. Fängt an, am ersten Tag hast du noch, was weiß ich, machst du noch dein Kram so online. Aber das war's denn. Mein Homeoffice funktioniert nicht nur Home. Das muss auch Kontakt mit Leuten. Na, wie das weitergeht. Jetzt machen wir erstmal ein ganz kurzes, ganz kleines Frühstück und danach geht's ab in den Laden, weil da kommt Carsten erstmal vorbei. Und der Carsten hat für mich wieder mal ein Safe zum Knacken. Mal schauen, ob ich das schaffe. Kein Wandtresor, also nichts Besonderes. Wieso macht man die nicht eigentlich viereckig? Wenn es auf alles drauf passt, und zwar so, dass jedes Gleichschritt hat. Hallo, Skadi. Ja? Tschüss, Skadi. So, ich warte jetzt auf den Backofen. Carsten und sein Backofen. Der ist Auftrag heute. Tresor im Ofen. Mal gucken, ob ich das Ding aufkriege. Bevor wir erstmal den Tresor, keine Ahnung wie, dann erstmal alle Schrauben ab. Schade, wirklich schade.
Panzerschrank kommst oder so, dann. Ja, dauert dann ein bisschen länger, was? Mal ein bisschen überdenken, ob sich das denn lohnt. Ich einfach nur. Ich hab 1000 Euro bezahlt. Keine Check, wa? Ist bestimmt was drin. Machst du auf wieder so ein falscher Puffi oder so. Wie beim letzten. War auch so ein Ding, das Ding von Arten. Ist egal, irgendwann klappt es. Und bei das war ja eigentlich ein abgesägter. Abgesägter. Suchst du? Das sind die ganzen Späne von der. Ach du Scheiße, echt? Du kannst das Wasser halten. Spül aus. Ist ja. Dauert ein bisschen länger, bis das Licht angeht. Da muss ein neuer Starter werden. Nicht wundern. Tja, selbst wenn man Tresor mit Garantie kauft, ist das nicht die Garantie, dass da drin ist. Die Welt ist schlecht. Na genau, du hast ja was zu essen. Ja, gut. Wolfgang hat mir eine Adresse gegeben. Wo habe ich die jetzt? Hier. Da muss ich nachher hin. Muss ich mir angucken. Schabrik, kaputt. Ja, tschüss. Entschuldige dich nachher ab, wenn wir losfahren. Ja. Mach ich. Tschüss. Ich hol dich ab, ja? Ja. Schaut mal hier, Mensch, Steuersatz ist auch kaputt hier. Da unten. Völlig. Man hört noch nicht, aber er kommt. Werde ich mal darauf hinweisen. Der braucht auf alle Fälle Pflege. Okay, dann schauen wir mal. Zu teuer. Also der Defekt an dem Rad ist eigentlich folgender. Die schaltet hier nicht mehr. Bremse funktioniert, das ist alles gut, aber die Schaltung hat versagt. Der Hebel rutscht immer drüber. Das ist ein Jans-Bild hier nochmal. Ich weiß ja nicht mehr, ob man den überhaupt reparieren kann hier. Da, da ist er. Gottes Willen. Okay, ich baue es erstmal ab. Nachher habe ich noch einen Auftrag, Werkzeug abzuholen. Von irgendjemand, der möchte Werkzeug loswerden oder das Keller geräumt haben oder sowas. Und dafür, dass wir den Keller räumen, gibt er das Werkzeug sozusagen, also gibt er alles umsonst ab. Aber man muss halt alles mitnehmen. Jetzt schaue ich mir nachher an. Oh, was ist denn das? Okay. Ich fürchte ja wirklich fast, dass man das wirklich nicht retten kann hier. Dieses ganz billige Shimano-Modell STEF 41. Ich schraube jetzt mal die Verkleidung hier ab und schau mal, was sich da drunter. Es scheint ja nur noch Plastik innen drin zu sein. Fühlt sich so an, zumindest. Ich mache mal das Fenster zu, das ist mir zu. Ist mir zu laut. Direkt. Die Verkleidung schraube ich jetzt ab hier. Oh Gott, diese Schrauben. Wenn ich die Schrauben schon sehe, die sind für einmal aufschrauben und einmal zuschrauben. Und das war's. Bitte nicht mehrmals benutzen.
So was sollte in Zukunft unter Strafe stehen, so was zu bauen. Tja, also ich sehe keine Ahnung war, ich muss das hier einmal komplett erneuern. Dazu muss ich das ab. Haltet mir? Hallo? Nein. Manchmal irrt man sich auch. Menschenauftragsannahme ist ja jetzt erstmal okay, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich sollte mich gar nicht weiter damit beschäftigen, das hier eventuell hinzukriegen, weil da flog jetzt unten ein Teil weg. Schaltbremskombination für V-Brake. Ich schau mal, was ich da habe. STEF 50 ist, glaube ich, schon besser. Was haben wir hier? Wie hieß unser Tier? STEF 41. Ein Ticken besser. Macht natürlich den Kohl nicht fett, aber funktioniert und ist neu. Mehr muss es doch gar nicht können. So. Jetzt kommt so ein super Zug rein, hier so ein Edelstahl. Wie das funktioniert, ey. Okay. Den haben wir. Abdeckung kommt wieder auf. Bremst du Kühle neu? Natürlich die gute Jaguar. Ja. Ach ja, eine Seite rein. Also das ist minimal eine kleine 8 drin, die zerträgt noch raus. Aber ansonsten läuft das einmal frei. Okay. Also. Ein bisschen höher einstellen, jetzt die 8 noch rauszentrieren. Hört er, ne? Da ist er. Und jetzt stellen wir noch die Bremse. Seid genau hinter meinem Rücken. Toll. Und jetzt stellen wir noch die Bremse so weit ein, dass sie genau beide Seiten gleich ziehen, weil die zieht ein bisschen mehr. Die Seite als die.
Oh, nö. Perfekt. Wenn man das jetzt hier vergleicht, hier mit dem, also da kann ich echt mit einem kleinen Finger ziehen, hier das Ding. Und dann ging zu die hier. Furchtbar, Kinders. Nee. Und ich sag's wieder, öfter mal neue Züge. Und alles ist gut. Gut. Also. Auch fertig. Mal einen Zettel oder habe ich einen? Also entweder man hat irgendwie wirklich einen Sponsor, dass man das irgendwie gucken kann. Ja, wobei, wie gesagt, ich glaube noch, dass einige Leute wirklich auch noch weiterhin gut verdienen oder die, die eine Festanstellung haben. Ich bin glücklich. Zwei Räder fertig. Boah, ist das, mein Gott. Schwer ist das, ist ja Wahnsinn. Komm mit ins Kämmerlein. Ja, also der Test dauert anderthalb Stunden, um 13 Uhr fängt er an. Ich darf nicht zu spät eingeloggt sein. Ansonsten kann ich nicht mehr daran teilnehmen. Keine Ahnung, wie das denn funktioniert. Wahrscheinlich muss vorher eingeloggt sein, wa? Mhm. Schreibe ich mir noch alles auf, bereite das vor. Ja, Hauptsache der Computer kackt nicht an. Ja. Wir haben ja nicht den besten Computer. Den Tresor aufgemacht und nichts ist drin. Hat man nicht geärgert. Was hat er mein... gesagt denn? Der hat gesagt, nee, kann nicht sein. Du musst. Da ist nur ein Einlegebrett wieder drin. Guck mal. Den ganzen Ofen zerlegt. Der was war sind ja das für Leute? Im Backofen. Keine Ahnung, irgendeine Bude. Gut, was soll ich sagen? Ich bin fertig. Also, ich hab nicht Großes passiert hier heute. Das war der erste Tag im Laden wieder. Mit Corona-Krise. Viele Leute waren nicht da, zwei Aufträge habe ich gemacht. Das reicht jetzt erstmal wieder. Und ein bisschen gequatscht. Jetzt werde ich gleich nochmal schauen, ob ich mir die Sachen angucke in diesem Keller, der zu räumen ist. Und wenn nicht, sehen wir uns morgen wieder. Also entweder bis gleich oder bis morgen. Macht es gut.